Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Lernstunde. Was ja, auch von mir. Du denn jetzt? Gerade gesagt, dass ich begrüße. Ach echt? Ja, und dann stellt Melanie euch nämlich die Lernziele vor, die wir in der heutigen Lektion zu Grischuk mit euch durchgehen möchten. Ja, das mache ich doch trotzdem sehr gerne. Und zwar werden wir heute mit ein paar Taktikaufgaben starten. Ihr merkt das immer, wenn Nico dabei ist, gibt es auch wieder die Taktik. Aber diesmal haben wir ein bisschen Taktik und dann habe ich euch noch eine Aufgabe rausgesucht, die positioneller Natur ist, aber trotzdem im Aufgabenformat, wie man es von Taktikaufgaben kennt. Aller jetzt finde mal einen Zug, nur dass der positionell ist und nicht taktisch. Genau, und danach werden wir uns einer Partie in Gänze widmen und da verschiedene strategische Themen betrachten. Das habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet, werden wir trotzdem tun. Genau, und zwar unter anderem wird es gehen um das Spiel gegen das Läuferpaar. Wir werden ein positionelles Bauernopfer zu Gesicht bekommen und uns generell mit der Figurenaktivität beschäftigen. Aber vorab starten wir mit den Taktikaufgaben. Genau, nochmal einmal in den Chat. Schön, dass ihr alle da seid, auch wenn der Sturm über Deutschland hinweggezogen ist. Wir haben schon gelesen von Virojevic, dass es ihm im LKW fast von einer Brücke gefegt hat. Wir sind dankbar, dass es nicht passiert ist. Beim Fahrradfahren ich heute auch einmal fast auf die Straße bei einer Seitenhöhe. Aber wir sind noch alle da und das ist schön und deswegen machen wir jetzt ein bisschen Schach zusammen. Die nicht da sind, die können sich nicht melden. Aber wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Genau. So, diese Partie ist aus einer Zeit, da sind einige von euch Zuschauern sicherlich noch nicht geboren gewesen. Die stammt nämlich aus dem Jahr 1992. Da war Grischuk selber noch ein kleiner Bub. Und wir 2 Jahre alt. Und er war in Deutschland zu Besuch, in Duisburg, und hat an der Schach-WM der U10-Spieler teilgenommen. Und er hatte diese Stellung mit Weiß und schon damals, im zarten Alter von U10, 8 oder 9, hatte er schon im Gefühl, dass Turm Schwenks ganz vernünftig sein können. Und hatte dieser Stellung erst einmal Turm D4 gespielt. Ja, Schwarz reagierte mit A5, dachte vielleicht, oh, B4 kommt. Aber Grischuk hatte andere Pläne und hat jetzt auch noch die nächste Figur ein bisschen Richtung Königsflügel in Stellung gebracht. Und natürlich, was soll man machen? G6. Und hier dürft ihr einmal übernehmen und spielen wie der junge Grischuk, der ja damit auch seinen ersten großen Erfolg hatte mit dem Vize-Weltmeistertitel U10. Haben wir nicht geschafft, ne? Nein. Du hast aber auch mal bei einer WM teilgenommen, oder? Ja. Wie oft? Einmal WM, einmal EM. Mein größter Erfolg war wahrscheinlich, dass ich in der ersten Runde der EM in Spanien ziemlich unerwartet gegen Falko Bindrich gewonnen habe, mit einer Eröffnung, die seine Trainer schon Jahre zuvor ausgelacht haben, nämlich skandinavisch. Ansonsten nicht solche Erfolge wie du, Podestplätze, naja, Medaillen. Nee, was glaubst denn du? Ah ja, soll ich das jetzt aufklären oder dich meinem Glauben lassen? Aber ja, mein bester Platz bei einer WM war mal 5. Platz und das war tatsächlich ein großer Erfolg, aber jetzt ja. Und ich durfte auch vorne auf die Bühne, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, eine Medaille zu holen. Sehr schön. Ihr habt auch, also das ist sehr schön und auch die Lösungen von euch sind sehr schön. Und für alle, die vielleicht, die ich noch nicht ausreichend damit genervt habe, bei Taktiken fangen wir immer an, dass wir Schachgebote zuerst prüfen und vorrangig schlagende Schachgebote, egal wie komisch sie sein mögen. Und Dame schlägt H7, man schlägt einen gedeckten Bauern raus. Das sieht komisch aus, hat aber gereicht, damit der Gegner aufgibt, denn er hat auch folgende Variante gesehen, die ihr auch gesehen habt. König H7 und die Schachgebote gingen weiter. Turm H4, ein typisches Motiv, wäre übrigens auch Turm H5 mit dem Läufer auf B1. Aber gut, das ist hier verboten und es würde ein Matt auf H8 folgen. Das habt ihr erwartungsgemäß schnell gelöst. Wir schalten eine kleine Stufe höher mit der nächsten Aufgabe. Die Partie, ich glaube aus dem Jahr 99, also da war Grischuk dann schon ein paar Jahre älter. Schon, ja, schon um 20. Trotz jungen Alters, dann schon ein erfahrener Großmeister, muss man ja sagen. Und ihr seht, das ist erstmal eine komische Stellung. Man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen, was ist hier los. Hier hängt einiges, nur diesen Fall wollte ich nicht machen. Der weiße König auch relativ offen. Wir nehmen es vorweg, es gibt hier einige Züge, die Weiß mit einer Gewinnstellung
segnet, wollte ich gerade sagen. Also es gibt mehrere Gewinnzüge, aber es gibt eine Gewinnvariante, die ihr bitte finden sollt, denn sie ist gemäß unserer Hypothese, wie wir taktisch vorgehen, nämlich die forcierte Gewinnvariante. Und wenn ihr so einen forcierten Gewinn auf dem Brett habt, dann ist es auch meist ökonomisch, den zu wählen. Weil gerade je forcierter es ist, desto weniger kann man sich verrechnen. Wenn der Gegner nun mal nur einen Zug hat, zum Beispiel erstens Dame H8 Schach, dann kann ich da sehr präzise berechnen, ohne die Wahrscheinlichkeit, oder dass die Wahrscheinlichkeit sinkt dann, dass ich Fehler mache. Also auf geht's, Weiß am Zug findet den schönsten, würde ich mal sagen, und forciertesten Gewinn. Genau. Ja, Hudelmacher macht einen guten Vorschlag, nämlich Dame F8 Schach, das ist äußerst forciert und damit fangen wir an. Und Luke McShane wurde damals Weltmeister. Dame F8 Schach, Turm steckt F8 ist forciert und jetzt kommt die Pointe von Hudelmacher, nämlich Springer F6 Schach, wir versuchen alle mitzukommen. Turm schlägt F6 und jetzt Turm D8. Allerdings hast du deine Variante ein bisschen zu früh beendet, nämlich könnte Schwarz an der Stelle auch noch Turm E8 spielen, die Dame verteidigt. Und korrekterweise müssten wir auch noch prüfen, Springer F6 Schach in deiner Variante und dann König H8. Dann bleibt der Turm auf F8 stehen. Von daher nachbessern angesagt. Friedel bringt auch einen guten Vorschlag. Er beginnt mit Dame G7. Genau. Achso, Cesobert hat es auch schon geschrieben. Genau, Dame G7, Turm G7 und dann Springer F6. Nebst Turm schlägt D8. Und auch hier habt ihr abgebrochen. Es wäre aber schön, wenn ihr auch nach Turm schlägt D8 noch ein bisschen weitermachen könntet, denn Turm schlägt D8 ist weder matt, noch ist es klar. Und wir sollten unsere Varianten erst abbrechen, wenn es matt ist oder klar ist. Also rechnen wir es zusammen durch. Dame G7, sehr forcierter Zug, sollten wir auf jeden Fall berechnen. Turm schlägt G7 ist forciert, Springer F6 Schach. König H8 können wir relativ schnell aussortieren, dann kommt Turm schlägt D8, ein Schach auf den eingesperrten König. Die Dame kann noch dazwischen ziehen, okay, die wird genommen. Der Turm kann noch dazwischen ziehen, okay, der wird genommen. Auch genommen. So, also befinden wir uns bei Dame G7, Turm G7, Springer F6, König F8 und jetzt Turm schlägt D8 Schach. Das ist ein seitliches Schach. Es ginge Dame E8, aber der König hat auch noch ein Feld auf E7. Also König E7, mein erster Vorschlag. Und darauf müsst ihr was haben. Flame, kurz zu dir. Nach Dame schlägt E7 hängt zumindest der Läufer auf H6 mit Schach. Mhm. Das wäre so ein Manko, was der Zug mit sich bringt. Und ja, Flame, Dame schlägt E7. Es ist nicht ganz so einfach. Tatsächlich hat Schwarz kein Dauerschach, aber es ist knapp. Und es gibt einen deutlich forcierteren Sieg. Weswegen Dame schlägt E7 nicht mein favorisierter Zug ist. Okay, also wir sind immer noch bei Dame G7, Turm G7, Springer F6. König F8, Turm D8, König E7. Jetzt könnte man sagen, okay, ich nehme erstmal die Dame auf H5, denn wenn der König auf D8 schlägt, dann schlage ich auch noch auf G7 den Turm und habe eine Figur mehr. Allerdings sehen wir hier, es gibt einen Zwischenschach und am Ende hat man sogar eine Qualität weniger. Wir haben noch neue Kandidatenzüge. Turm D3 gefolgt von Turm G3 matt. Achso, den meinte ich jetzt gar nicht, aber ja, so, den okay, haben wir auch noch. Das wäre eine Möglichkeit, allerdings keine, die ihr als allererstes bitte berechnet, denn Schwarz hat dann das Zugrecht und kann etliche Sachen machen, angefangen mit Schachgeboten, kann sich auch mit Schach auf die G-Linie wuchten, um Turm G3 zu verhindern, Dame H2 verhindert es auch schon. Also sowas stellen wir hinten an und wenn wir einen forcierten Gewinn finden, dann spielen wir erst einmal den forcierten Gewinn. Die Variante von Bernd kann ich so nicht nachvollziehen. Dame H7 Schach, Turm schlägt G7, da meinst du dann wohl doch Dame G7 und dann Springer F6, König F8. Turm F7. Man hat keinen Turm von Weiß, den man nach F7 ziehen könnte. Das funktioniert so nicht.
Was sprach jetzt gegen Dame F7? Ich habe noch nicht gelesen, dass das jemand... Das wurde schon mehrmals geschrieben. Das meinte ich auch mit, wir haben neue Kandidatenzüge. Ja, und da bist du auf Turm D3 und auf Dame G7 eingegangen. Aber ja, wir haben den richtigen Zug schon länger im Chat. Sehr gut an Torjäger beispielsweise. Wir haben ja einige Varianten schon in diese Richtung gehabt mit Dame G7. Und das Problem war, dass der König rauskam. Und bei Dame F8 war das Problem, dass hier noch Felder überdeckt sind. Und auf Dame F7, das ist ein Zug, den muss man wirklich einfach mal ausführen, um zu merken, was der denn so bringt. Denn fangen wir vielleicht mal mit der einfachsten Variante an. Auf Turm schlägt F7, kommt Springer F6. Jetzt steht kein Turm auf G7. Deswegen kann der König nicht nach F8 rennen. Wenn er rausnimmt, wird da matt gesetzt. Hier alle verbleibenden Figuren, okay, diese Bauern nicht, wirken am Mattsetzen mit. Und das ist jetzt matt in zwei Zügen. Dame schlägt F7 wäre der nächste Zug, den wir berechnen. Und auch hier, klar, wir fangen eigentlich mit E schlägt F7 an, aber unser Gefühl sollte uns relativ schnell mitteilen, dass das kein Matt mehr wird. Aber wir haben ja auch noch Springer F6, ein anderes Schachgebot, was wir prüfen. Denn wenn Dame schlägt F6, dann Turm D8 und wir haben schon wieder dieses Zusammenwirken und der Turm auf E7, ja, der verhindert, dass die Dame nimmt. Schwarz kann noch zweimal dazwischen ziehen und dann ist es auch vorbei. Die beste Antwort von Schwarz wäre hier noch König H8, aber hier führen jetzt ziemlich viele Wege zum Sieg. Turm schlägt D8, Turm E8 und jetzt könnte man Turm schlägt E8 machen, hat dann eine Figur mehr und wird auch schnell die nächste mehr haben. Genau, mit dem Freibauern. Man könnte aber auch auf F7 nehmen, das ist dann ein bisschen mehr Berechnung, aber wenn man den König wegzieht, ja, so für die Connoisseure, ne? Denn jetzt droht Springer E8 und das kann Schwarz gar nicht so richtig verhindern. Den Turm bekommt man immer mit F8. Aber an der Stelle ist es schon egal, wie ihr euch entscheidet. Tatsächlich Dame F7 der forcierteste Gewinn, der forcierteste klare Gewinn, den Weiß hier zur Verfügung hat. Die Partie endete sehr schnell, nämlich mit König H8. Und die Taktikaufgabe müssen wir euch nicht stellen. Das ist Matt in 1 nach Läufer G7. So endete die Partie. Aber schönes Motiv, finde ich, was nicht so ganz gewöhnlich ist, dass man eine Dame, die zweimal geschlagen werden kann und dann auch nicht direkt wieder nimmt, sondern trotzdem Springer F6 spielt. Genau. Ja. Und nochmal an Bernd, aber auch stellvertretend an alle anderen, ihr braucht euch nie für irgendeine Variante entschuldigen. Mhm. Also das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr euch mal verrechnet oder mal, das passiert uns ja allen, dass wir dann in den Varianten irgendeine Figur noch doppelt sehen oder dass die noch woanders steht, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Schreibt trotzdem gerne immer alles, was ihr denkt und dafür sind wir ja hier, dass wir dann gemeinsam mit euch durchgehen und gemeinsam schauen, wo vielleicht noch Fehler auftreten. Also, ne? Genau, und das sind auch wichtige Fehler, die man erkennen muss, erstmal in der eigenen Berechnung, wenn man zum Beispiel häufig noch Restabbilder hat, gezogene Figuren noch auf ihren Ausgangsfeldern sieht. Und das ist auch keine Bloßstellung, wenn wir das so offen ansprechen, sondern wir wollen hier alle gemeinsam besser werden und lernen. Genau. So, und jetzt ein kleiner erstmaliger Versuch hier. Die Taktikaufgabe, die keine Taktikaufgabe ist, nämlich die Aufgabe, die eher was Positionelles ist. Das Ganze sieht schon stark nach Berliner Mauer aus. Genau, ja. Und alle, die letzte Woche, in der Lernstunde gut aufgepasst haben, die werden sich wahrscheinlich an die Partie von Judith mit Weiß gegen Gary mit Schwarz erinnern. Das war eine ganz ähnliche Struktur, war auch Berliner. Und auch da hatte Judith gegen das Läuferpaar zu kämpfen und das war ein ähnlicher Typstellung, sage ich mal. Also da könnt ihr vielleicht schon Gedanken einbringen, wobei es hier nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Genau, also vom Grundgedanken her der Stellung ist es doch erstmal so, wenn wir uns die Stellung angucken, das sieht jetzt nicht hochtaktisch aus, ne? Es ist jetzt nicht so viel los. Schwarz hat das Läuferpaar und Weiß hat im Moment noch die D-Linie. Aber er kommt da nicht rein. Die Läufer decken das ab, insbesondere der Läufer auf E6 und zumindest mittelfristig hat Schwarz hier auch mal gute Hoffnung auf Vorteil zu spielen. Wenn er einige Züge noch bekommt, sowas wie König B7, Turm E8, vielleicht dann den Läufer auch umgruppieren, wenn der mal angegriffen wird, vielleicht nach C6, dann kann Schwarz auf lange Sicht hoffen, sein Läuferpaar auszuspielen. Vielleicht erstmal A5, A4, danach C4, dann löst er seinen Doppelbauern auf, bildet sich einen Freibauern am Damenflügel und auf geht das Ganze dann. So,
von dieser gewissen Not getrieben, kann man sich die Stellung jetzt angucken und sagen, okay, besonders kritisch sollte es noch nicht sein. Und so ist es auch. Also Weiß hat viele Möglichkeiten und die Stellung bleibt ungefähr ausgeglichen. Wir suchen hier aber eine nette Idee, die Grischuk in der Partie gespielt hat, womit er diese scheinbar sehr ausgeglichene und langweilige Stellung in wenigen Zügen wirklich sehr brisant gestaltet. Also schaut mal nach, was ihr machen würdet, was euch als erstes in den Sinn kommt, vielleicht auch nach der Thematik Spiel gegen das Läuferpaar. Was kommt euch in den Sinn? Was würde Schwarz darauf machen und wie kann ich weiterspielen? Ein Vorschlag von Chessobert ist es, C4 zu spielen und den Springer nach D5 zu bringen. Das ist ein mittelfristiger Plan, den wir auf jeden Fall bedenken sollten. Auf der anderen Seite, das ist der Vorteil des Doppelbauern. Kann Schwarz das Feld ganz gut kontrollieren. Aber dann hätte man das Feld D6 gewonnen. Also so als Manöver, also von der Idee her ist auf jeden Fall richtig, ne, mit dem Springer Vorpostenfelder zu besetzen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dafür C4 spielen muss. Na gut, das würde auf jeden Fall es unterstützen, wenn man dann mit dem Bauern zurückschlagen könnte. Genau, und von der Idee, wenn Schwarz das versucht zu kontrollieren, mit C6 hätte man dann halt D6 als schönes Vorpostenfeld. Frage ist, ob der Springer auf D5 wirklich so unangenehm für Schwarz ist. Weil der steht da natürlich super aktiv, aber der Bauer C7 ist ja gut gedeckt. Das heißt, da droht er jetzt erstmal nichts und Schwarz hat dann Zeit, quasi seine eigenen Figuren, insbesondere die Türme, zu aktivieren. Auch dahinter denn, ne? Weil der Springer dann ja auch die offene Linie verstellt. Genau, wobei Schwarz natürlich auch die Türme nicht mal dahinter stellen muss. Er könnte sie auch bei Bedarf danach E8 stellen oder auch einfach gänzlich diesen Springer ignorieren, A5, A4 spielen. Aber wir haben einen etwas forcierteren Plan von NKP. Der baut so ein bisschen auf Bauernwalze aus, den Lok ausloggen. So für alle, die das erste Mal dabei sind, die denken, wir haben alle einen Knacks weg hier in der Lernstunde. Was ist der Lok? Ja, das habt ihr zu Recht, habt ihr euch das gemerkt, was das ist. Der Lok ist der Läufer ohne Gegenspieler. Das wird relevant, wenn wir gegen das Läuferpaar spielen und es selber haben, weil dann gibt es einen Läufer, mindestens, der keinen Gegenspieler hat. Nämlich in diesem Fall den E6, weil der B2 ist der Gegenspieler von dem, ne? Selbe Felderfarbe. Aber der hat keinen. Also müssen wir mal gucken, was kann man dem so Schönes antun. Und hier natürlich eine logische Idee wäre Springer F4. Ich tausche den ab, ja, dann hat Schwarz einen Doppelbauern, ich habe keinen und vor allem habe ich auch hier dieses Einbruchsfeld auf D7. Ich komme da sehr, sehr schnell zu Potte mit Weiß. Das ist natürlich angenehm. Das große Problem, und das hat NKP erkannt, ist es, dass dieser Springer auf F4 gefesselt werden kann mit Läufer G5. Das ist ja auf den ersten Blick sehr, sehr unangenehm. G3 möchte man nicht wirklich machen, dann hätte Schwarz schon die bequeme Wahl, ob er rausnimmt. Ja, und dann Läufer G4, dann hängt direkt der H5 vielleicht genau das, sogar. Ne? Das sieht nicht gut aus. Deswegen schlägt NKP auch vor, Springer F4, Läufer G5, Springer schlägt E6. Läufer schlägt D2, Springer schlägt E6. Und wir... G7. Was habe ich gesagt? Nochmal E6, ne? Du hast zweimal auf E6 geschlagen. Okay. So. Und diese Variante würden wir jetzt einmal an euch abgeben und sagen, okay, was haltet ihr denn davon? Ist das objektiv spielbar? Ne? Hier, Springer F4, Läufer G5, Springer E6 und dann auf G7 nehmen. Wie würdet ihr das einschätzen? Einfach mal ganz spontan. Und würdet ihr das spielen vor allen Dingen auch? Ist ja auch die entscheidende Frage, ne? Wobei das natürlich immer eine Frage ist, die im Training schwer zu beantworten ist, ne? Würdest du es alles riskieren? Boah. Na klar! Hier würden wir das sofort ausführen. Natürlich, fremde Figuren opfern sich leichter als eigene. Aber vielleicht einfach mal von eurem Gefühl. Vielleicht, wenn ihr noch ein Argument liefern könntet, was man denn noch sonst an konkretem Spiel dann hat. Okay, NKP, sehr kompromissvolle Antwort, spielbar mit verteilten Chancen. Ja. Das ist natürlich eine nicht besonders einfache Frage gewesen, geben wir zu. Wenn man Risiko möchte, dann ja, sagt Julie. Und also tatsächlich ist es so, es gibt hier zwei, drei Züge, die die Partie im ungefähren Ausgleich halten für Weiß. Also sprich, die Stellung ist relativ ausgeglichen. Aber der mit Abstand chancenreichste Zug, wenn man gewinnen möchte, ist hier tatsächlich Springer F4
Und wir gucken es uns auch ganz kurz an und gehen noch darauf ein, was man sehen muss. Springer schlägt E6. Ja, Läufer schlägt D2 ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Wenn man jetzt auf E6 wieder nimmt, dann kriegt man hier Besuch und die Struktur von Schwarz ist auch ganz schlecht. G3, F4 kommt ganz schnell. Also muss schon Läufer D2 kommen, schlagen auf G7, Läufer G5. Und wir gucken uns einfach nur mal, wir haben diese Stellung uns in der Vorausschau überlegt und jetzt gucken wir uns die nächsten vier Züge im Schnelldurchgang ein. Einfach nochmal, um so ein Feedback zu haben, wie kann so eine Partie verlaufen. Wenn man vor drei Zügen noch völlig unsicher war, möchte ich eine Qualität opfern oder nicht. Und vor allen Dingen richtet sich der nächste weiße Zug auch gegen die Bedenken von Herbert, weil, das finde ich auch sehr gut, dass ihr auch eure Bedenken quasi geschrieben habt. Und ja, das stimmt schon, ne? Dass man jetzt quasi die G-Linie halb geöffnet hat, auch noch gegen den eigenen König. Und Schwarz ja einfach einen Turm mehr zur Verfügung hat, um diese G-Linie gegebenenfalls auch zu besetzen. Aber mit dem nächsten Zug G3 nimmt man da zumindest schon mal ein bisschen Druck raus. Mhm. Und man nimmt auch dem schwarzen Läufer Felder und bereitet vielleicht auch schon mal einen eigenen Bauernsturm vor. Genau. Und man visiert eine wirklich eklatante Schwäche an, die im Moment noch gar nicht als Schwäche wirkt, aber nur zwei Züge später. Also vor G3, weiß ich nicht genau, aber nach G3 folgt sogar der Abtausch der Türme. Selbst das kann Weiß sich erlauben. Springer F5, gefolgt von F4. Sehen wir, hier ist eine weitere grobe Schwäche im Lager des Schwarzen. Und das ist noch so ein ganz großer Trumpf, den wir mit auf die Karten des Weißen schreiben müssen. Jetzt kam tatsächlich sogar Turm G8 von Schwarz in der Hoffnung, oder er wollte diesen Bauern nicht verlieren, und in der Hoffnung, dass hier rausgeschlagen wird. Und nach Turm G5 ist die Stellung doch ziemlich unklar, muss man sagen. Ihr kennt das mit dem Materialverhältnis im Endspiel. Schlauerweise nimmt man erst den, denn bei den anderen kriegt man der läuft nicht weg. Und den kann Weiß jetzt auch nicht so wirklich nehmen, wegen Turm F5. Also läuft es vielleicht darauf hinaus, dass man hier jetzt so ein Endspiel hat mit Turm und Bauer für zwei Leichtfiguren. Also das ist, würde ich sagen, sehr gut haltbar für Schwarz. Wenn nicht sogar etwas präziseres Spiel von Weiß vonnöten ist. Aber Turm G8 ist ja noch nicht aller Tage Abend, König F2. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was hier los ist. Die Figuren wirken super, der Turm auf G8 ist relativ passiv, H6 ist eine dauerhafte Schwäche und wir machen nur spaßeshalber ein paar Züge weiter, damit ihr seht, wie verzweifelt Schwarz gerade war. Denn es hängt immer noch der H6 und jetzt hat Schwarz tatsächlich Läufer G5 gemacht. Ich sage, ja, komm, ich muss den denken, soll ich diesen Turm hier abstellen? Dann, was habe ich dann davon? Und selbst hier hat Grischuk den nicht genommen, sondern hat einfach weitergespielt und gesagt, okay, dann machen wir erstmal so und so. Und irgendwann nehme ich dann auch unter guten Bedingungen. Jetzt zum Beispiel, wenn der Turm nicht nehmen kann, weil dann habe ich gleich den Freibauern. Okay, es kam ein Turm F8 und das ist jetzt ja wirklich die Figur zurückgegeben in super Konditionen für Weiß. Hier hat Grischuk dann wirklich sehr, sehr schön gewonnen und das aus einer recht langweilig anmutenden Stellung oder sehr untaktischen Stellung hat er in wenigen Zügen mit diesem positionellen Qualitätsopfer den Druck auf Schwarz ganz enorm erhöht und hat dann auch sehr, sehr überzeugend gewonnen. Also das vielleicht auch einfach eine coole mal Idee, ne? Die man im Hinterkopf behalten, ja. Die einem vielleicht auch selber dann Ängste nimmt, sowas mal. Weil ich finde, gerade Qualitätsopfer, das ist irgendwie so mit das schwierigste Opfer, weil man irgendwie häufig gar nicht einschätzen kann, wie schnell die gegnerischen Türme vielleicht von der Stellung profitieren können. Habe ich genug und so. Das finde ich schon schwierig. Aber das hilft natürlich, wenn man solche Beispiele dann immer mal zu Gesicht bekommt. Ja. Gute Frage von Chesshans, ob Läufer G5 erzwungen war. Objektiv gesehen ist es erzwungen, alle anderen Züge, danach hat Weiß schon Vorteil, klaren Vorteil. Man könnte zum Beispiel Läufer F5 versuchen, aber dann ist der Nachteil, dass man das Feld E6 als Blockadefeld aufgegeben hat und Weiß direkt hier mit E6 die Linie öffnen kann. Also jetzt wird es auch super schnell taktisch, das müsste man in der Partie natürlich in Ruhe berechnen, aber einfach um euch auch hier so einen kleinen Eindruck zu geben, wie sowas weitergehen könnte. Hier statt dem Nehmen auf G7 sehr, sehr starkes Springer G6. Das nimmt nämlich auch durch diese Gabel das Läuferpaar ab. Und ich glaube, ihr seht schon, was hier der ganz große Pluspunkt von Weiß ist. Dieser Bauer gepaart mit dem so gut wie nicht mehr zu verteidigenden Bauer auf G7 und dem Eindringen des Turm auf D7. Also das Bauernopfer ist nur temporär und Weiß steht hier
schon klar besser. Also in dem Sinne war es relativ forciert. Läufer G5, der einzige Zug, der im Ausgleich gilt. Achso, es war aber gemeint nach Springer G7, lese ich gerade. Also quasi das Läufer G5, nachdem man auf D2 schon geschlagen hatte. Gut, ich glaube, es ändert nicht viel, wenn man erst Turm G8 spielt, ne? Hätten wir eine Zugumstellung gehabt. Der Läufer hätte ja ohnehin mal nach G5 dann verschwinden müssen. Also das hätte nicht viel geändert. Aber Hauptpointe war eigentlich, dass diese Stellung, dass man über das Opfer nachdenkt und dass man auch vor allem die kommenden Probleme richtig einschätzt, die Schwarz hat. Und auch diesen Turmtausch nicht fürchtet, den ich auf den ersten Blick, ganz ehrlich, als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, nach Turm D8, boah, wenn hier jetzt ein Turm reinkommt, der räumt doch sofort alles ab. Aber dieses Spiel am Königsflügel mit den Bauern G3, F4 sehr schnell nach vorne ist einfach zu stark von Weiß. Und durch dieses Spiel von, ich gucke mir das an, ich schätze es sogar falsch ein und jetzt weiß ich es besser, sorgt für einen guten Lerneffekt, glaube ich. So, einen guten Lerneffekt haben wir auch aus einer anderen Partie. Wir wollen nämlich jetzt die Vorbereitungsphase verlassen, die gezeigt hat, dass Grischuk entgegen landläufiger Meinung auch ein extrem positioneller Spieler ist. Das werden wir mit dieser Partie nochmal untermalen. Die Partie stammt aus dem Jahr 2019, nämlich aus der FIDE Grand Prix Serie. Hier aus dem Moskauer Turnier, also für alle, die die Serien nicht kennen, das ist quasi eine Turnierserie aus, ich weiß gar nicht wie vielen, 5 Turnieren? Naja, auf jeden Fall mehreren Turnieren, wo Spitzenspieler quasi um den Gesamtsieg kämpfen, denn wenn man diese komplette Serie gewinnt, dann qualifiziert man sich fürs Kandidatenturnier. Und das hat Grischuk mit seinem Gesamtsieg geschafft, sodass er jetzt dieses Jahr 2020, im April findet es glaube ich statt, das Kandidatenturnier bestreiten kann und darin wiederum um die Weltmeisterschaft kämpfen kann, also um die Teilnahme am WM-Match gegen Carlsen. Also ein nicht ganz unwichtiges Turnier. Und dass Grischuk das gewinnen konnte, zeigt nochmal, ja, wozu er fähig ist. Und genug der Vorrede, jetzt kommen wir. Dich nur einmal unterbrechen darf, anscheinend ist das im Chat noch, Sie wollen unbedingt wissen, was Schwarz falsch gemacht hat. Ich kann den Finger nicht auf einen speziellen Zug jetzt legen und will das auch gar nicht. Fakt ist nämlich, die Stellung, ja, der Computer sagt, die Stellung bleibt nach dem Qualitätsopfer ausgeglichen. Aber Fakt ist auch, ein Mensch kann so eine Stellung unfassbar schnell verlieren mit Schwarz. Sie war viel, viel schwieriger für Schwarz zu spielen. Und wer das Ganze wirklich noch genauer sich angucken möchte, der sollte wirklich etwas Zeit aufwenden, nicht vorschnell die Engine befragen und sich die Partie Grischuk gegen Marciano, wie der Boxer, nochmal angucken. David Marciano, Alexander Grischuk und da einfach nochmal in die Eigenanalyse gehen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut sein, gerade wenn das Interesse ist, dieses Lernen anhand von Interesse, dass man sich dann da auch einfach mal wirklich ganz in die Tiefe begibt und versucht, die Stellung auszuanalysieren. Aber an der Stelle können wir das jetzt nicht gemeinsam machen. Waren einfach mehrere kleinere Fehler, die in der Summe dann wahrscheinlich zur Niederlage geführt haben, ne? Ja, und meiner Meinung nach ist die Stellung auch laut Computer nur Ausgleich. Und das zählt in der praktischen Partie nicht. In der praktischen Partie zählt vielmehr der Ansatz. Ja, aber trotzdem gab es ja den Fehler. Genau, aber die häufen sich sehr, sehr schnell in so einer Stellung, die so schwer... Also wie ich gesagt habe, Fehler. Aber ich wollte nur sagen, die Stellung ist für mein Empfinden nicht ausgeglichen, wenn Schwarz so einen wirklich engen Pfad zum Ausgleich finden muss, den man nicht findet. Also dann ist diese Bewertung Ausgleich wirklich nur eine Computerbewertung, die uns in der Praxis nichts hilft. Ja, das haben wir ja verstanden. Trotzdem gab es ja falsche Züge. Ja. So, aber die dürft ihr selber rausfinden. Okay, kommen wir zur Partie. Wir fragen nächste Woche, ob ihr die gefunden habt. So, es ging los mit D4. Und wir kommen hier schnell in einen katalanischen Aufbau mit G3. Und überspringen wie immer die Eröffnungszüge ein bisschen. Schwarz hat hier auf C4 geschlagen, soweit alles noch normal. Und nach Dame C2 ist jetzt hier die Hauptfortsetzung mit A6. Idee ist, man versucht halt C4 mit B5 zu stützen. Das lässt aber Weiß nicht zu hier mit A4. Und jetzt entwickelt sich Schwarz mit Läufer D7 gefolgt von Läufer C6 weiter. Und ja, ist eine
ganz normale Stellung. In der Partie hat Nakamura, der hier die schwarzen Steine geführt hat, eine etwas seltenere Fortsetzung gewählt. Er hat nämlich sich dazu entschieden, erstmal direkt mit B5 den C4 zu stützen. Aber ihr kennt sicherlich alle dieses Manöver in solchen Konstellationen, dass man diese Bauernkette eben gut natürlich auch von der Seite anhebeln kann. Und das hat Grischuk hier auch mit Weiß getan. Und jetzt ist es gar nicht so einfach, diese Bauernformation irgendwie zu halten. Deswegen hat Nakamura sich hier direkt dazu entschieden, mit B4 den Bauern weiter nach vorne zu bringen, in der Hoffnung, oder was heißt Hoffnung, aber dass das Weiß hier mit der Dame auf C4 schlägt und man sich dann schnell entwickeln kann, ein bisschen Raubenvorteil am Damenflügel hat und ja, hofft, dass man auch davon profitieren kann, dass zum Beispiel der Springer sich nicht so einfach nach C3 oder A3 entwickeln kann. So, deswegen jetzt hier die Frage an euch. Wie könnte Weiß denn jetzt hier fortsetzen? Was wären so Züge, die ihr als Kandidatenzüge prüfen würdet in der Stellung? Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich Katalanisch eine der schwierigsten, aber auch spannendsten Öffnungen überhaupt halte? Nein. Neben Schottisch, was ich nie verstehen ja, werde. Schottisch ist auch verrückt, weil den gibt es auch so viele unterschiedliche Varianten und alle sind irgendwie verrückt. Ja. Kennst du dich hier mit der Theorie aus? Ein wenig, aber B5 ist halt absolute Sideline. Ja. Nicht so gut. Ich kenne so ein bisschen die Pläne, was man mit Schwarz immer versucht, mal A5, dass man auch, hier ja, deutet ja schon an mit Springer E5, diesen Turm anzugreifen, da hat man verschiedene Möglichkeiten, Springer D5 ist ein Zug, den man häufiger macht, dann oder auch halt Turm A6 oder sowas, wenn man halt A5 schon gespielt hat, gibt ein paar Möglichkeiten. So, ihr habt auf jeden Fall schon viele Zugvorschläge geschrieben. Nummer 1 ist auf jeden Fall Springer E5. Mit der Idee, den Angriff auf den Turm zu kombinieren mit Angriff auf den C4-Bauern. Und was gibt es noch für Ideen? Läufer E3 wurde geschrieben. Da verstehe ich die Idee noch nicht so ganz dahinter. Weil der Läufer auf E3, ach so, du möchtest wahrscheinlich den D4-Bauern decken, um anschließend dann den Springer zu bewegen. E4 ist eine Idee und Springer F nach D2. Also wir haben viel dabei. Ich glaube, was ihr aber alle verstanden habt, ist, dass es hier auch um die Figurenaktivität geht. Also dass Weiß eben nicht gut darin beraten ist, hier mit der Dame auf C4 zu nehmen, weil er den Bauern so oder so bekommen wird. Und im Prinzip gibt es hier zwei Hauptfortsetzungen für Weiß. Das eine ist Springer F nach D2, den ihr ja auch vorgeschlagen hattet. Und Springer B nach D2 als Alternative. Ich werde gleich auf die Unterschiede dieser beiden Varianten eingehen. Aber vorher sollten wir uns auf jeden Fall mal Springer E5 anschauen, der ja auch... Da gab es eine recht spannende Partie, wo Huy Phan involviert war. Ich weiß noch nicht mal auf welcher Seite. Auf Springer E5 im Unterschied zu Springer FD2 bekommt halt Schwarz noch die Möglichkeit, hier Damenschläge D4 zu machen und die Qualität auf A8 zu opfern. Das ist auch sehr, sehr kompliziertes Zeug, möchte ich einfach mal sagen. Aber diese Möglichkeit gibt es auch. Und wenn man das mit Weiß nicht unbedingt möchte, dann kann man mit Springer FD2 das umgehen. Man greift ja auch den C4 an und der Springer hängt halt nicht, wenn Dame D4 kommt. Also wenn man mit dem Springer auf C4 nehmen möchte und Schwarzen seine Möglichkeiten etwas beschränken, dann ist Springer FD2 ja der einfacher Zug der Wahl. Genau, der Zug genau. Der Vorteil von Springer F nach D2 ist es, dass Schwarz jetzt eben direkt gezwungen ist, was gegen den Turmverlust zu unternehmen. Und das muss hier C6 sein. Und damit schafft man es quasi, die schwarze Entwicklung etwas zu behindern. Also Schwarz ist hier schon mal direkt an den C6-Bauern gebunden mit dem Springer. Und man hat eben nicht hier so ein schönes Feld auf B7 für den Läufer zur Verfügung.
Nachteil ist, das werden wir gleich in der Partiefortsetzung sehen, dass man eben ja, seinen schon entwickelten Springer quasi jetzt noch zweimal zieht und eben nicht den Springer von B1 entwickelt. Und das Ganze ist auch mit einem Bauernopfer verbunden. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Vielleicht einfach zum Vergleich. Die andere Hauptfortsetzung, die hier in Springer B nach D2 besteht, hier hat es eben den Nachteil, dass Schwarz jetzt die Möglichkeit hat, den Läufer eben gut zu entwickeln nach B7 und man hat jetzt eben auch noch nicht C6 gespielt. Und der nächste Vorteil hier für Schwarz im Vergleich zu der Partiefortsetzung ist, dass man jetzt hier eben zu C5 kommt. Weiter wollen wir jetzt hier auch gar nicht ins Detail gehen. Das sind eben theoretische Ausarbeitungen, die man da betreiben muss. Nur, dass ihr einmal so den Unterschied zwischen diesen zwei Springerzügen gesehen habt. Genau. Wobei es, also die Theorie hat natürlich auch irgendwo ihre Begründung, ne? Also was du ja auch ausgeführt hast, dass man hier halt mit Schwarz die Hoffnung hat, recht bequem rauszukommen, ne? Und dann ja auch langfristig, du hast es schon gesagt, B4 schränkt Weiß ein. Also wenn da noch Figuren hinterherkommen, dann kann das Endspiel auch mal unangenehm für Weiß sein. Und der Läufer auf B7 ist natürlich deutlich schöner, als wenn wir das mal vergleichen, ne? Ja, aber ich glaube, objektiv gesehen nehmen sich die beiden Varianten nicht viel. Also nee, aber es ist eine ganz andere Spielanlage, ja, genau. Denn ihr seht es schon, Schwarz hat hier ganz komisch gespielt. Gewissermaßen komisch, erzwungen, aber dafür hier, da hängt noch eine Mauer, ne? Genau, und den kann Schwarz jetzt auch schlagen, also das ist keine Falle, aber Weiß profitiert natürlich davon, dass er jetzt mit Tempo quasi seine eigenen Figuren gut entwickeln kann. Und zwar startet er hier einmal mit Turm D1, jetzt ist die schwarze Dame gezwungen, nach C5 zu gehen, also es gibt einfach keine anderen guten Möglichkeiten, deswegen Dame hier nach C5, das kann Weiß natürlich wiederum mit seinem nächsten Zug ausnutzen, Läufer E3, wieder mit Tempo die eigene Entwicklung vorantreiben und die schwarze Dame muss jetzt hier nach H5 gehen. Hier können wir vielleicht das erste Mal kurz innehalten und schauen, was hier überhaupt so passiert ist. Also wir sehen, dass Schwarz ein Bauern mehr hat. So Thema Materialverteilung sollte man immer zu Beginn prüfen. Ansonsten haben wir aber noch keine materiellen Ungleichgewichte, können aber feststellen, dass die weißen Figuren schon besser entwickelt sind. Also insbesondere, wenn wir uns hier am schwarzen Damenflügel einmal umschauen, dann sehen wir, dass die Leichtfiguren noch nicht entwickelt sind und auch Schwierigkeiten haben werden, das zu tun. Insbesondere der Springer auf B8, der ja schon an den Bauern C6 gebunden ist. Der wiederum ist gefesselt, also den kann man auch nicht so einfach nach vorne ziehen. Und da sehen wir quasi schon das Problem in der schwarzen Stellung. Weiß hingegen kann sich jetzt mit seinem nächsten Zug relativ problemlos entwickeln, also den Springer weiter ins Spiel bringen und hat jetzt auch gute Felder für den Turm auf A1 beispielsweise. Der kann nach C1 gebracht werden und die weißen Figuren sehen recht harmonisch aus. Wenn wir uns jetzt mit aktuellen Drohungen beschäftigen, das ist ja auch immer ein wichtiger Teil der Stellungsbeurteilung, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass Schwarz die Möglichkeit hat, mit Springer G4 sich das Läuferpaar zu schnappen. Und das predigen wir ja immer wieder, dass man das nicht ohne Grund aufgeben sollte. Deswegen könnte man hier vielleicht nochmal innehalten und überlegen, ob man vielleicht was gegen die Drohung Springer G4 unternehmen kann. Sehr gut. Aufmerksam. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, merkt das schon, bevor wir dazu kommen. Sehr gut. Tatsächlich ist es aber schwierig, was dagegen zu unternehmen, weil Schwarz nicht nur Springer G4 droht, sondern auch Springer D5. Also generell steht der Läufer hier zwar aktiv und war auch sinnvoll, den mit Tempo zu entwickeln, die Dame von C5 zu vertreiben, Platz für die eigenen Figuren zu machen. Aber man hat hier nicht ohne große Eingeständnisse die Chance, diesen Läufer zu retten. Also wenn man jetzt zum Beispiel H3 spielt oder so, kommt halt direkt Springer D5 und jetzt müsste man irgendwie sich passiv hinstellen und Zeit verlieren und Schwarz hätte dann die Möglichkeit, jetzt ist ja auch die Diagonale unterbrochen, sich schnell zu entwickeln. Mhm. Und Weiß würde dann eben diese Kompensation für den Minusbauern verlieren. Deswegen ist hier eben die richtige
Entscheidung in dieser Stellung jetzt gar nicht so sehr mit Krampf zu versuchen, das Läuferpaar zu behalten, sondern einfach natürliche Entwicklungszüge zu machen, diesen Entwicklungsvorsprung weiter auszubauen und hier mit Springer D2 fortzusetzen. Auch mit der Idee, dass wenn Schwarz eben Springer G4 spielt, er ja weiter Zeit verliert. Ne? Also Weiß kann jetzt gleich hier seinen nächsten Entwicklungszug machen. Der Springer steht ja auf F3 deutlich besser als auf D2. Und ja, Schwarz hat jetzt eben noch weitere Zeit verloren, um sich dieses Läuferpaar zu schnappen. Springer D5 wäre wahrscheinlich an dieser Stelle kein großer Unterschied, Flinsbacher, weil wir im Vergleich zur vorherigen Variante auf Springer D5 beispielsweise ebenso mit Springer F3 reagieren könnten. Und jetzt muss Schwarz sich schon langsam überlegen, ob er nicht besser sofort rausnimmt, denn Weiß hat keinen Zug verloren mit H3, der Weiß auch ein klein wenig schwächt. Wir sehen schon, wenn dann mal E5 kommt. Ne? Und hier würde ich tatsächlich sagen, dass Weiß langsam droht, auch sowas Simples wie Läufer D2, E4 zu spielen. Dann geht er zurück und ist bombastisch entwickelt, vielleicht kommt sogar E5 hinterher. Sodass wir hier nach Springer schlägt E3 wahrscheinlich auch in einer Zugumstellung wären. Und dann würde es weitergehen wie in der Partie. Sehr gute Zusammenfassung von aktiver Springer. Ich denke, so kann man die Stellung gut beschreiben. Und die Frage von Carsten, ob es hier eine Serie zu katalanisch gibt? Gibt es. Also ich glaube nicht aus weißer Sicht, da kann ich aber nicht beschwören, aber Jan hat auf jeden Fall was gemacht gegen katalanisch aus schwarzer Sicht. Was er genau empfiehlt, ich verliere da den Überblick. Katalanisch ist nämlich so eine der Öffnungen, wo ich mir wirklich schon viel ein bisschen angeguckt habe und auch immer mal was anderes probiere. Ich das auch manchmal mit Weiß einfach probiere. Deutsche Meisterschaft gegen Dimitri Kollas verloren, aber ich stand extrem gut, aber auch nur für einen kurzen Moment. Okay, es hat Katalanisch. Ne? Ja. Aber ja. Okay, wir werden uns hier aber weiter mit der Stellung im Mittelspiel, sage ich jetzt mal, auseinandersetzen und hier jetzt nochmal eine Bestandsaufnahme machen, weil es hat sich jetzt ja schon ein bisschen was in der Stellung geändert und generell so zum Thema Stellungsbeurteilung und auch entsprechender Planfindung würde ich euch... Das kann ich jetzt gar nicht... Soll ich es erzählen? Nein. Okay. Also weiß ich nicht, aber... Dein Pulli fusselt ein klein wenig. Ich habe gerade schon einen Fussel durch die Nase eingeatmet. So. Aber, ja. Das darfst du erzählen. Ich dachte, du willst von unserem Streit um die Belüftungsmaschine berichten. Nein. Aber gut. Das ist was für ein Geschwätzblitz. Thema. Ja, okay, tut mir leid, meine Fusseligkeit. Genau, also generell würden wir euch empfehlen, immer wenn sich was Wesentliches in der Stellung verändert hat, also sprich, die Materialverteilung hat sich verändert, wie hier in der Stellung, oder die Bauernstruktur ist grundlegend geändert worden, dann ist es immer nochmal so ein wichtiger Moment, um einmal vertieft reinzuschauen und nochmal eine neue Stellungsbeurteilung vorzunehmen. Genau, und hier hat sich eben das Materialverhältnis verändert, also Weiß hat immer noch einen Bauern weniger, das war aber gerade auch schon so. Er hat aber vor allen Dingen das Läuferpaar aufgegeben. Sprich, wir sollten uns jetzt hier auch dran erinnern, was wir gegen das Läuferpaar tun möchten. Und da ist ja immer ein wichtiger Schritt quasi, das Läuferpaar entweder abzutauschen oder zu beschränken oder am besten erst zu beschränken und dann den anderen Läufer abzutauschen. Genau. Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn wir hier weiterspielen. Im Moment ist es noch nicht so einfach, hier ganz konkrete Maßnahmen gegen den Läufer E7, wäre ja der Läufer ohne Gegenspieler, zu unternehmen, weil man hat jetzt hier keine Möglichkeit, den irgendwie schön mit Bauern erstmal einzuschränken. Aber das sollten wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf für die weitere Partieanlage haben. Mhm. Ne? Aktiver Springer, einfach ja. Das ist so. Hast du recht. Genau, die Idee von dem letzten schwarzen Zug hier mit A5 war es zum einen ja Platz für die eigenen Leichtfiguren zu machen, also zum Beispiel Läufer A6 mal anzudenken und vor allen Dingen auch für den Turm hier, weil wir haben ja jetzt schon mehrmals festgehalten, dass der Springer irgendwie an C6 gebunden ist. Das wird sich auch nicht so schnell ändern und da wäre es natürlich charmant, wenn wir unseren Turm anderweitig ins Spiel bekommen und nicht unbedingt warten müssen, bis der Springer von B8 entwickelt ist.
Weiß hat hier mit Springer D4 fortgesetzt. Sicherlich ein sehr vernünftiger Zug, den Springer zu aktivieren, nochmal hier Druck gegen C6 aufzubauen und ja, erstmal zu schauen, was Schwarz hier überhaupt unternimmt. Es kam Läufer A6, die angekündigte Entwicklung. Und jetzt hat Weiß erstmal hier weiter seine Stellung optimiert, mit Turm A nach C1, Entwicklung abgeschlossen. Das Schlagen auf C6 sollte man allerdings vermeiden, weil... Das hat Flinsbach auch schon angedeutet, hat nämlich gesagt, ihm gefällt die schwarze Stellung, denn wenn es so kommt, wie man vielleicht meinen würde, Weiß gewinnt den Bauern unmittelbar zurück, wie er ihn hier nehmen könnte, dann hast du nämlich völlig recht, es verschwinden Figuren vom Brett und das kommt Schwarz entgegen. Genau das könnte nämlich hier passieren, wenn Weiß zu früh auf C6 zugreift, man nimmt nämlich raus, gut, Läufer F3, auf Läufer schlägt C6 würde Turm C8 kommen und auf Läufer F3, so als Zwischenzug, kommt Dame C5 und jetzt werden sogar noch die Damen getauscht und wir sind jetzt sehr, sehr schnell in der Konstellation, die Weiß nicht haben möchte, nämlich Endspiel mit rückständigen Bauern bei weit vorgezogenen B-Bauern. Schwarz Spiel hat auf ja zwei immer noch Flügel das Läuferpaar. Und Läuferpaar, Läufer F6, der wird kommen, sehr, sehr unangenehm. Das ist eine Stellung, die, ja, müssen wir nicht viel drüber diskutieren, ja. Das ist schon besser für Schwarz. Vielleicht nur kurz zur Erklärung, der also E2 Läufer F3 auch, ne? Genau spielt man, weil der E2 hier angegriffen ist. Ja. Deswegen, ja, aber ist Springer C6, wie ihr alle sagt, keine gute Idee. Aber muss man ja auch nicht und das ist noch so ein bisschen was, was man in die Stellungsbeurteilung halt in einer, sag ich jetzt mal, relativ schwer greifbaren Dimension einfließen lassen muss. Diese, auch dieses Unvermögen von Schwarz, seine Stellung sehr, sehr schnell zu verbessern und ja, rauszukommen. Einfach dieses hinten drin, man muss erstmal abwarten. Ne? Springer schlägt C6, ach, endlich Erleichterung, aber Weiß muss es nicht machen. Er kann seine Stellung erstmal weiter verbessern. Ja, das kann man von Schwarz nicht so behaupten, denn er hat kaum Optionen, seine Figuren zu verbessern. Es kam Turm C8. Damit nicht doch irgendwann mal auf C6 geschlagen wird, wenn Weiß optimal vorbereitet ist. Und jetzt hat Weiß hier erstmal den Druck vom E2-Bauern genommen mit Läufer F3. Hier jetzt nochmal eine kleine Zugwiederholung eingestreut, sich dann aber dazu entschieden, dass er doch lieber weiterspielen möchte. Und jetzt König G2 gespielt. Also auch eine gute Entscheidung, glaube ich, hier in der Partie. Also Partieverlauf zeigt es ja auch, aber eben hier nicht in das Remis einzuwilligen, obwohl man gegen das Läuferpaar spielt, obwohl man Bauern weniger hat. Aber es ist einfach hier sehr, sehr schwierig für Schwarz, die richtigen Züge zu finden, weil man kaum Verbesserungspotenzial für die Figuren hat. Also Schwarz hat es hier versucht, mit Turm A7 diesen Turm ins Spiel zu bringen. Aber auch da werden wir schnell sehen, dass er selbst von A7 keine vernünftigen Felder hat. D7 ist zwar immer eine Option, aber Weiß steht da ja auch schon auf der offenen Linie und da ist für Schwarz eben auch nichts zu holen. Die nächsten Züge von Grischok, die gefallen uns sehr, sehr gut. Und vielleicht wollt ihr einfach mal ein, zwei Züge in den Ring werfen. Einfach mal als spontane Idee. Wie könnte Weiß seine Stellung verbessern? Na, ihr seht, es ist nicht übereilig. Schwarz kann sich nicht total schnell entwickeln. Und Weiß hat ja auch gerade schon König G2. Sorgt so ein bisschen für Flexibilität. Wir gehen da gleich noch ein bisschen weiter drauf ein, wenn ihr eure Vorschläge gemacht habt, was das vielleicht auch noch so bringen könnte. Und einfach mal eine Idee, auch im Hinblick ein bisschen nochmal Beschränken des Läufers auf E7. Mehr Kontrolle in die Stellung bringen. Und vielleicht auch die schwarze Figurenkonstellation ausnutzen, weil die schwarzen Figuren stehen eigentlich alle sehr unkoordiniert. Also sowohl der Springer auf B8, der Turm auf C8, die Dame auf H5 macht auch nicht wirklich was, steht da irgendwie auch sehr verloren. Und gut, der Läufer auf A6 steht eigentlich ganz vernünftig, greift auch den E2 an. Aber ansonsten spielen die schwarzen Figuren eben nicht so gut zusammen. Also vielleicht habt ihr eine Idee, wie man hier mit Weiß jetzt noch was aus der Stellung rausholen kann.
ja, Springer nach C5 bringen. Generell auch wieder richtige Idee. Man hat die Springer gegen die Läufer, deswegen ist es schlau, die Vorpostenfelder oder generell so gute Felder auszunutzen. Da muss man ein bisschen schauen, dass ja der E2 noch angegriffen ist. Also das sollte man auch konkret im Hinterkopf dann haben. So, und Chessans macht einen Vorschlag. F4, mit etwas Fantasie, auch mit der Drohung G4 und Läufer H7. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es reicht ein bisschen Fantasie zu haben und sich die Stellung anzugucken und zu fragen, was kann ich noch verbessern? Der Springer auf D4, klar, der könnte mal nach C5, aber im Moment ist der auch schon ziemlich cool auf D4, oder? Also ich meine, der pinnt diesen Springer auf B8, das droht immer, Springer schlägt C6, er deckt E2, also eigentlich steht alles gerade super und man könnte seine Stellung weiter verbessern, indem man, und ja, das ist halt nicht so leicht, wenn das Spiel extrem im in der Mitte des Brettes stattfindet und Richtung Damenflügel eigentlich geht, dass man dann auch mal eine Expansion am Königsflügel in Betracht zieht. Deswegen ganz, ganz großes Lob an Shui. Es kam, wie du vorgeschlagen hast, nur in etwas anderer Reihenfolge, denn Grischuk hat erst H4 gespielt, aber hat genau diese Idee, Raum einnehmen am Königsflügel. Jetzt sehen wir auch, dass König G2 vernünftig ist, weil wenn jetzt mal sowas wie G4 kommt, Turm H1 hinterher und auf einmal haben wir einen Mattangriff, also so völlig aus dem Nichts, ne? Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Und nach G6, was... Ja, G6 ist schon fast erzwungen früher oder später. Noch nicht zwangsläufig in diesem Zug. Schwarz hätte auch noch einen Zug Zeit. Mhm. Aber insbesondere in Kombination mit F4 sind auch so Ideen mit Läufer F3 sehr unangenehm. Und dann hat die Dame plötzlich hier ganz wenig Felder. Mhm. Oder eben auch eure G4-Idee. Also Schwarz muss da schon sich um seine Dame sorgen. Lob an Chessart und an Schul. Ja. Kam, glaube ich, von mehreren Seiten. Auf Stefans Idee, Springer B5, möchte ich auch kurz eingehen, weil das tatsächlich eine gute Idee ist, eine sehr interessante, die aber hier in dieser Stellung konkret nicht funktioniert. Aber als Motiv finde ich das trotzdem eine gute Idee, weil Springer B5 scheitert hier ganz konkret daran, dass Schwarz auch mit dem Läufer schlagen kann und dann eben mit der Dame. Da, die übersieht man schnell mal. Und hier wäre das natürlich jetzt nicht förderlich für Weiß, noch einen weiteren Bauern zu verlieren. Wenn Schwarz jetzt diese Möglichkeit nicht hätte, dann wäre Springer B5 wirklich ein gutes taktisches Motiv, weil der Turm ist angegriffen. Man hätte dann die Chance, zum Beispiel hier nach D6 reinzuhüpfen, wenn Schwarz nicht schlägt. Und wenn er mit dem Bauern schlagen müsste, das funktioniert eben nicht für Schwarz, weil jetzt könnte man hier zweimal schlagen und jetzt nicht Turm D8, weil dann hat Schwarz noch Springer D7 zur Verfügung, ja, sondern erstmal auf B8 nehmen. Und diese Stellung richtig einzuschätzen ist auch gar nicht so einfach. Mhm. Aber einfach durch diese Drohungen hier auf der Grundreihe hat Weiß hier sogar schon eine Gewinnstellung, auch wenn es allein vom Material jetzt noch gar nicht so vorteilhaft aussieht. Aber Schwarz kann einfach gegen die Drohungen nichts mehr unternehmen. Deswegen wäre das tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee, aber hier ganz konkret in der Stellung funktioniert es leider nicht. Oh, und Flame macht doch einen sehr, sehr konkreten Vorschlag. Sagt ach ja, nicht. B3 geht auch tatsächlich auf Springer B5. Springer B5, B3, ja. Ja. Mhm. Das ist der zweite Nachteil an Springer B5. Ja. Genau, aber trotzdem sehr gute Idee, Stefan. Deswegen haben wir uns das auch gerne angeschaut. Diese Expansion ist dann nochmal der positionelle. Ja, das ist tatsächlich die Idee. Wenn ihr euch was von der Partie merken wollt, dann merkt euch tatsächlich das nochmal, weil das ist sowas ganz Typisches, das legen die Weltklasse-Spieler häufiger hin. Und man sieht die Partie durch und denkt sich so, ah, okay, ganz nett, aber wenn man selber mal versucht, in dieser Stellung einen Plan zu finden, dann sind wir alle extrem fokussiert auf den Damenflügel, auf die offenen Linien, halboffenen Linien, was können wir da machen, was können wir eben direkt reindrücken. Aber eigentlich sollten wir alle sehen, die Dame hat sehr wenig Felder und wir können uns noch weiter verbessern. Hier zwei Züge nach vorne und schon haben wir noch zahlreiche Drohungen mehr. Der König hat auf einmal sehr viele Löcher um sich herum. Ja, die Dame wird halt auch vertrieben, ne? Mit Läufer F3 ja. Kann man die ja dort wegscheuchen. Genau.
Ja, also sehr gutes Motiv, aber nicht das einzige dieser Nein, Partie, aber das nicht, ist trotzdem dass etwas. verabschieden. Nein, aber das ist trotzdem etwas, was man wirklich mal mitnehmen sollte, dass man, wenn das Spiel zum ganz großen Maße am Darmflügel stattfindet und man wirklich so eine Druckstellung hat, wo der Gegner sich kaum bewegen kann, bevor ihr zuschlagt, schaut doch mal, ob ihr euch noch irgendwo anders verbessern könnt, ne, um den, ja, das Zuschlagen dann noch gewaltiger ausgehen zu lassen. Okay, wir machen weiter, oder? Dame H6. Genau, Dame H6 kam, muss eh weg. Früher oder später erfolgen. Und jetzt hat Grischuk hier mit Springer B3 fortgesetzt. Etwas stärker wäre es hier tatsächlich gewesen, mit Springer G4 direkt das auszunutzen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ne? Man hat sich das ja jetzt quasi erarbeitet und hätte jetzt auch direkt davon profitieren können, dass man hier die Dame erst nach H6 und jetzt weiter vertreibt und vor allen Dingen für seinen Springer nochmal ein etwas schöneres Feld findet. Ja, wäre etwas besser gewesen als Partiefortsetzung, aber Springer B3 verfolgt natürlich auch sinnvolle Ziele. Jetzt kommen wir nämlich auch dahin, was ihr ja vorhin auch schon vorgeschlagen hattet. Damals war das noch nicht so einfach, weil der E2 angegriffen war. Das hat man jetzt halt auch durch dieses Manöver erreicht, ne? Dass die Dame weg muss und der Druck von E2 weg ist. Und jetzt hat man eben die Chance, diesen Springer umzugruppieren. Man macht zum einen Druck auf A5. Der kann immer mal geschlagen werden und das Feld C5 hat man natürlich auch im Visier. So, ich lerne jetzt mit, sagt Topfi. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Gut. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Ja, für Schwarz ist es jetzt hier enorm schwer, vernünftige Züge zu spielen. Also ihr könnt ja mal selber in Gedanken so ein bisschen was ausprobieren und irgendwie mal versuchen, eure schwarzen Figuren zu verbessern. Das ist ja, eigentlich unmöglich. Und deswegen kam jetzt hier auch König H8 in der Stellung. Ich habe irgendwie länger versucht, ja, den Zug zu verstehen, aber ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass Schwarz keine vernünftigen Alternativen hat. Also vielleicht war so eine vage Nakamura-Hoffnung, dass wenn Weiß zu schnell irgendwas mit H5 spielt, dass er dann vielleicht G5 spielt und Turm G8 und Matt setzt. Aber tatsächlich liegt es wohl eher mehr daran, dass er ja vielleicht noch nicht die Dame zurückziehen wollte, auch wenn das wahrscheinlich vernünftig gewesen wäre, denn die Dame auf H6 steht sehr, sehr abseits. Auf F8 kann man natürlich auch argumentieren, so viel macht sie auch nicht. Also im Endeffekt ist es schon so, Weiß hat hier ganz klar die Zügel in der Hand und das auch, finde ich, ne, der praktische Vorteil von Springer B3, der nämlich nicht, wie Springer G4 sagt, so, jetzt ziehst du die Dame, so, und jetzt musst du genau das abwehren und jetzt das abwehren, sondern ich verbessere meine Stellung, ich greife dann ein bisschen an. Eigentlich, ja. Genau. Na gut, und das kann okay, König H8. So, und jetzt sind wir wieder beim Spiel gegen das Läuferpaar. Und wie leite ich das jetzt ein? Also, Weiß würde natürlich gerne seinen Springer hier zum Beispiel verbessern. Und das Feld C4 ist dafür eigentlich optimal, weil er von dort Druck gegen A5 nochmal macht, weil der eine Springer kann hier zwar schlagen, aber da muss man halt auch immer mit Läufer schlägt E2 als Gegenschlag rechnen. Und wenn man quasi diesen Springer hier nach C4 bringen könnte, dann würde er von dort nach B6 schauen, nach A5 schauen, nach D6 schauen und nach E5 schauen. Also er hätte da von da noch mehr Optionen als von G4 aus. Das Problem ist an Springer C4, dass Schwarz den tatsächlich schlagen wird. Und das ist hier, das müssen wir erstmal verstehen, weil die Springer sind hier in dieser Stellung tatsächlich besser als die Läufer. Sie haben nämlich attraktive Felder zur Verfügung und sie können vor allen Dingen auch die schwache schwarze Bauernstruktur gut angreifen, wohingegen diese Läufer hier eigentlich nichts zu tun haben in der aktuellen Stellung. Gut, der Läufer schaut hier auf E2, aber das war es dann auch schon. Ja, das und hilft insoweit, dass Springer schlägt A5. Noch nicht so gut wäre, also übereilt, weil dann Läufer schlägt E2 kommt. Klar, man gewinnt das Läuferpaar zurück, aber den Nachteil hast du schon bei Springer C4 verdeutlicht. Denn ja, Schwarz würde ausnahmsweise nehmen. Warum? Er will ungleichfarbige Läufer erzeugen, das Potenzial der Springer rausnehmen und hat jetzt deutlich mehr Hoffnung auf ein ausgeglichenes Endspiel und dass er das dann halten kann. Ne, der Bauer wird verloren gehen, aber jetzt kann er sich auch kompromisslos entwickeln und sagen, okay, der Bauer fliegt sowieso weg. Im Notfall verliere ich sogar noch einen Bauern, denn mit verschiedenfarbigen Läufern im Endspiel sind die Chancen auf Remis ganz gut. Ja.
So, und jetzt muss ich mal zurückmachen, ohne irgendwelche Züge zu verraten. Also das ist so der Grund, warum die beiden Hauptzüge, Springer schlägt A5 und Springer C4, noch nicht wirklich gehen. Denn man möchte mit Weiß jetzt nicht, man möchte das Läuferpaar nicht so dezimieren, dass man auf einmal mit verschiedenen farbigen Läufern endet. Und jetzt dürft ihr nochmal einen Vorschlag machen. Dieser Läufer auf E7 ist der Läufer ohne Gegenspieler. Der ist, nicht so, der ist teilweise beschränkt, aber zum anderen, und das kann auch ganz häufig passieren, ihm fehlt es an sinnvoller Aktivität. So. Spiel gegen das Läuferpaar. Einfach mal eine Idee raushauen. Für Weiß erstmal. Herbert, ich gehe trotzdem schon mal auf deine Schwarzidee ein. Man muss ja trotzdem auch für beide Seiten nachdenken. Ich glaube, du hättest damit noch nicht viel an der Stellung verbessert. Also deine Idee ist ja quasi Dame F8, Dame E8, Läufer F8, Läufer G7. Also erstmal den Läufer könntest du ja auch über F6 quasi entwickeln auf die Diagonale, ne? Wäre, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber ich glaube, das Problem im Endeffekt ist, dass beide Figuren dann nicht wesentlich besser stehen. Aktiver Springer schlägt natürlich einen Springerzug vor, Springer C5. Der Zug ist nicht schlecht, der ist möglich. Klar, man provoziert so ein bisschen das Schlagen auf C5. Muss Schwarz aber auch nicht machen. Wir hatten es ja schon gesagt, Springer schlägt A6. Ist eine milde Drohung nur, weil Weiß dann wieder die verschiedenfarbigen Läufer noch hat. Ist aber trotzdem ein guter Zug. Ich möchte auf Springer C5 noch mal ein bisschen detaillierter eingehen, weil uns das auch hilft, noch mal die Stellung besser zu verstehen. Also zum einen, was können wir verstehen ist, dass, ich hatte ja gerade gesagt, okay, die Läufer will man jetzt hier vielleicht mit Weiß gar nicht abtauschen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man danach in einem ungleichfarbigen Läuferkonstellation endet oder wie hier, wenn Schwarz schlagen sollte, hat man ja noch gleichfarbige Läufer. Also das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, das schon mal erstmal zum Verständnis. Und auch wenn Schwarz nicht schlägt, was er natürlich nicht tun muss. Genau, und was auch nicht tun sollte, um das mal ganz klar anzumerken. Genau, möchte ich hier trotzdem nochmal auf ein paar Ideen für Weiß eingehen, weil die Stellung ist trotzdem auch sehr, sehr gut für Weiß. Denn Weiß hat hier weiterhin alle Optionen. Er kann mit B3 erstmal die Stellung konsolidieren. Also dann hängt erstmal hier dieser Bauer nicht mehr so blöd rum und man steht hier solide. Man hat weiterhin die Idee, den Springer quasi nach E5 zu bringen. Und man kann außerdem auch mit Turm D2, Turm D1 hier eine Verdopplung auf der D-Linie anstreben. Also auch diese Stellung ist sehr, sehr vorteilhaft für Weiß. Das vielleicht nochmal so zur Ergänzung quasi zu dem, was du gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz gefällt uns natürlich die Partiefortsetzung. Genau, ich würde Springer C5 nicht so hoch loben, ich finde, es gibt einfach was Schöneres und das spielt halt zusammen. Und diesen Vorschlag habe ich gelesen von einem sehr, 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 sehr treu Mitglied der Lernstunde, der sehr, sehr oft eigentlich fast immer dabei ist und den ich deswegen wahrscheinlich schon 100 Mal damit genervt habe. Und das ist auch richtig so, denn er schlägt hier vor, das ist Bauernwalze, schlägt vor Läufer D3. So, und jetzt gucken wir erstmal alle ganz kritisch und sagen, was soll denn Läufer D3? Sag mal, was ist denn das für? Der steht doch hier wunderbar. Ich hätte ja niemals darüber nachgedacht, den von der Diagonale zu nehmen. Aber wir erinnern uns, klar, es gibt auch andere Faktoren, aber es gibt auch den Faktor Läuferpaar in der Stellung. Und der Läufer auf A6 ist gar nicht so verkehrt. Und eine Idee gegen das Läuferpaar ist es, das Läuferpaar zu dezimieren, indem wir die Läufer mit Gegenspieler gegeneinander austauschen. Und am Ende bleibt der Gegner mit einem Läufer ohne Gegenspieler übrig, der dem Konterpart, nämlich dem Springer, nicht gewachsen ist. Und genau das würde hier passieren, wenn Weiß auf D3 abtauscht. Na, dann nimmt man zurück. Es droht jetzt auch schon, okay, das ist aber nur eine ganz temporäre Drohung, aber ihr seht es, glaube ich, schon, der Läufer auf E7, der macht nicht viel, der guckt seinen eigenen Bauern an, der kann hier nicht wirklich viel machen, der Springer kommt gleich nach C4 und die tanzen auf den weißen Feldern und greifen hier alles im schwarzen Lager an. Eine extrem unangenehme Stellung für Schwarz, die ich so nicht spielen wollen würde. Und die Pointe, wenn man das Ganze weiterführt, ist halt Läufer D3, wenn Schwarz nicht abtauschen möchte, Partieverlauf, muss er weggehen und jetzt können wir auf einmal einen Springer nach C4 stellen, ohne dass der Läufer auf C4 diesen Springer schlagen kann. Das heißt, man hat praktisch mit der Drohung gespielt, ich nehme dir das Läuferpaar und tanze dir mit meinem Springer auf der Nase rum und wenn du das nicht willst, dann geh weg, aber dann verlierst du die Kontrolle über C4, zumindest temporär und das reicht mir, um meinen Springer dort zu platzieren.
Genau, bevor wir weitermachen, kurz die Idee, Lorfer schlägt H4 für Schwarz, mit der Idee quasi ja, zwei Bauern, dann letztendlich drei Bauern für die Figur zu bekommen. Hier ungefähr, ne? Genau, erstmal Turm H1 geht vielleicht. Springer G4 müsste man auch zumindest bedenken. Springer G4 sieht auch übel aus, aber Turm H1 sieht natürlich noch viel gewalttätiger aus. Aber auch wenn Weiß schlagen müsste. Aber auch also, sowas. Ja. Droht jetzt, okay, droht auch nur das nehmen und Springer F6, aber es ist... Also ich glaube, selbst wenn es Schwarz irgendwie schaffen sollte, einfach fürs Verständnis, dass er da die Bauern bekommt. Na gut, jetzt könnte man auch F4 nehmen, das ist vielleicht wirklich ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten hat Schwarz ja immer noch, was ich eigentlich sagen wollte, immer noch das Problem mit seinen Figuren am Damenflügel. Also dieser Abtausch der besten schwarzen Figur ist es ja quasi, hilft glaube ich auch nicht langfristig. Okay, aber es ist eine Idee, die man, sag ich jetzt mal, für sollte. Gegenspiel... Na, einfach generell, genau. Für Gegenspiel sorgen ist ja schon eine gute Idee, wenn man positionell schlecht steht. Hier bringt es halt wenig, weil die anderen Figuren jetzt trotzdem halt nicht aktiver werden dadurch. Bei der Übermacht der weißen Figuren auch am Königsflügel ist es auch unwahrscheinlich, dass Schwarz angreift. Also wir sehen ja auch, es ist sehr, sehr schwer, Material nachzuholen. Die Dame alleine wird weder Matt noch Dauerschach setzen und sehr schnell kommen Springer in diese schwachen Felder rein. Okay, Läufer D3 hatten wir gesagt, Läufer F3, da sagte NKP gerade, da muss auch Läufer F3 kommen. Weil? Ja, das würde ich jetzt auch fragen, weil Springer schlägt A5, aber nein, der ging ja gerade schon nicht. Läufer das schlägt hilft G2, ja auch nichts, dass der kommen. Läufer auf F3 steht. Also wahrscheinlich würde jetzt erstmal sowas wie Dame G7 kommen und auf A5 nehmen, dann kommt wieder das Nehmen auf E2. Also Läufer D3 ist schon eine sehr forcierte, sehr gute, positionell getragene Idee, um seine Stellung weiter zu verbessern. Genau. Springer C4. Und jetzt kam Springer C4. Jetzt haben wir es quasi geschafft, dass dieser Springer hier platziert wird. Schwarz hat hier mit C5 seinen Läufer befreit. Und jetzt kommt eben wieder der nächste... Die nächste Drohung, nämlich den Läufer wieder zu tauschen. Schwarz wollte das gerade schon nicht. Jetzt wäre es ja noch fataler quasi, weil man mit C5 jetzt ja noch mehr den eigenen Läufer quasi beschränkt hat. Deswegen hier Läufer A6. Aber jetzt kann man eben hier die Chance nutzen und auf A5 schlagen. Ja, tatsächlich. Also hier hätte es auch noch andere Möglichkeiten gegeben. Aber das vielleicht einfach nochmal so andeutungsweise auch, wenn man halt sagt, ich fürchte, dass den Abtausch auf C4, der an der Stelle mit dem schon gewonnenen Bauern nicht so schlimm ist, aber Springer D6 wäre tatsächlich auch sehr interessant gewesen, greift auf F7 an, greift auf C8 an und sagt, okay, also wenn du den nimmst, das musst du wahrscheinlich, dann bin ich super aktiv und wenn ich den jetzt gleich mopse, dann haben wir gleiches Materialverhältnis, gleiche Läufer, aber alle meine Figuren stehen besser als deine. Ist auch ein Argument, wie man auf Vorteil spielen kann. Gefahr ist natürlich, Schwarz überlebt die nächsten 5 Züge, kriegt es hin, noch was abzutauschen und windet sich dann gerade so in ein ausgeglichenes Endspiel. Ja, gut, genau. Die Gefahr gibt es immer. Ne? Die gibt es immer. Aber Springer steckt A5, ist auch solide. Ja. Genau. So, jetzt kam, vielleicht ja zum Verständnis nochmal, wenn jetzt Läufer schlägt C4 kommt, dann haben wir natürlich eine viel bessere Situation als vorhin. Wir hätten dann zwar auch ungleichfarbige Läufer, aber jetzt steht der hier schon noch ein bisschen schlechter durch C5, unserer noch ein bisschen besser, dadurch, dass die Diagonale offen ist. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir ja diesen Bauern jetzt auch gewonnen und ja, das ist, könnte ja auch mal ein gefährlicher Freibauer werden, insbesondere weil wir hier auch das Umwandlungsfeld haben. Also die Stellung wäre dann trotzdem sehr vorteilhaft für Weiß. Deswegen kam in der Partie Dame F8. Gut, das haben wir ja schon festgestellt, dass die Dame auf H6 nicht viel unternimmt. Und jetzt hier erstmal so ein nützlicher Zug, Läufer F3. Da steht er irgendwie solider als auf E4, deckt auch noch den E2. Ein paar Vorteile, genau, deckt E2. Wir haben natürlich auch schon dieses Feld D6 so halb im Blick, wenn man möchte mal. Ne? E4, E5, kann man drüber nachdenken. Auch das ein Vorteil von F4, dass man hier Felder schon erkämpft hat. Und auch mal eventuell interessant könnte Dame E4 sein. Ne? Die schaut hier rein. Ne? Die Figuren, ist ja alles so. Da. Dame E5 dann, guckt auf diesen Flügel Richtung König. Also es ergeben sich halt einfach ein paar Möglichkeiten. Das ist ein funktionaler Zug, der ja im Prinzip viele Möglichkeiten mit beschert. Sich bringt. Ja, genau. So, es kam Turm D8, Schwarz möchte abtauschen. Gut.
weiß, wehrt sich da erstmal nicht gegen. Gut, möchte jetzt auch nicht die offene Linie aufgeben. Und hat sich hier für H5 entschieden. Ein bisschen Druck am Königsflügel machen. Springer E5, einfach nur als Ergänzung, wäre hier auch eine gute Möglichkeit gewesen, mal nach C6 zu schauen, nach F7 zu schauen. Auch ein sehr starker Zug hier. Und auch nach D7 zu schauen. Das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, denn Schwarz hätte schon ganz gerne den Turm auf A7 wahrscheinlich möglichst schnell abzutauschen gegen so einen schönen Turm auf D1 von Weiß. Aber auch nach H5 behält Weiß die klare Oberhand. Ja. Es kam Läufer F6 von Schwarz und Weiß hat sich hier entschieden, einmal zu schlagen mit der Idee, die Dame von H6 quasi zu lenken und jetzt selber H6 zu spielen. Immer noch jetzt H6 zu spielen. Also erstmal ein bisschen was abzutauschen. Und jetzt mit H6. Und diesen Zug müssen wir auch erstmal verstehen, weil so ein Zug, so ein Bauer kann natürlich auch mal schnell weg sein. Ne? Das müssen wir uns immer gut überlegen, ob wir so einen Sargnagel quasi installieren wollen oder nicht. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal ein paar Lernstunden zu dieser Thematik, ob so vorgezogene Bauern eine Stärke oder eine Schwäche sind. Weil es ist natürlich so, wenn Schwarz bräuchte nicht viele Züge, um den abzuholen, also hier zum Beispiel Dame F8 oder in anderen Konstellationen wäre auch irgendwie Läufer G5, Läufer H6 möglich, geht hier jetzt natürlich nicht. Aber kann durchaus eine Schwäche sein. Aber man muss natürlich immer die konkrete Stellung anschauen. Und da ist es so, dass Schwarz sich das nicht erlauben kann, so viel Zeit zu verlieren, um so einen Bauern abzuholen. Zumal Weiß ja weiterhin die Initiative hat und zum Beispiel so Punkte wie F7 belagern könnte in der Zeit, sodass Schwarz es gar nicht schafft, hier diesen Bauern abzuholen. Und dann ist es natürlich eine große Stärke auch, weil so ein Bauer beschränkt ja auch den schwarzen König insbesondere. Ne? Gerade wenn die Damen noch auf dem Brett sind, muss Schwarz immer schauen, dass hier nicht irgendwie mal was auf der achten Reihe passiert. Aber auch wenn die Damen abgetauscht werden, ist es jetzt für Schwarz viel schwieriger, den König zu aktivieren, weil er eben nicht über G7 laufen kann. Und H7 ist dann auch immer eine Schwäche im Endspiel, weil der jetzt quasi so festgelegt ist und stellen wir uns vor, Weiß würde diesen Bauern gewinnen, ja, dann wissen wir ja gleich, der H-Bauer läuft durch. Oder der G-Bauer schiebt sich auch noch bis hierhin. Wir denken ins Endspiel vor, immer mit Opfern auf G6 muss Schwarz dann rechnen, damit der Bauer durchkommt. Genau. So, dann machen wir doch einfach mal weiter mit dem Partieverlauf, der eigentlich ganz gut verdeutlicht, wie sowas passieren kann, denn Schwarz ist noch lange nicht aus dem Schneider, auch wenn er es geschafft hat, die Türme abzutauschen. Ja, aber weiterhin ist es natürlich so, dass die weißen Figuren aktiver sind, dass Schwarz mit seinen Bauernschwächen zu kämpfen hat und dass er vor allen Dingen auch auf taktische Möglichkeiten aufpassen muss. Und hier könnt ihr nochmal überlegen. Das ist so eine Mischung. Ich habe gerade so eine Fussel weggehustet. Ihr könnt überlegen, es ist nicht eine Mischung. Ich mache eine mentale Note, dieser Pulli ist nicht Lernstunden geeignet. Überlegt doch mal, was hier der nächste weiße Zug war. Kleiner Hinweis, das ist so eine Mischung aus positioneller und taktischer Fortsetzung. Also eine positionelle Figurenverbesserung, taktisch begründet. Ja, und da gerne versuchen, so weit wie möglich zu rechnen und auch schwarze Optionen mit einzubeziehen. Ja, und dem aktiven Springer können wir wieder nur beipflichten. Genauso ist es. Also Schwarz muss gehörig aufpassen, ob er da auf Bauernfang geht. Ja. Dame E4, vielleicht auch G4. Aber Dame E4 gefällt mir auch ein bisschen besser. Droht sehr schnell das Eindringen und Schwarz muss ja auch aufpassen. Wenn er sich um den H6 kümmert, dann ist in 1, 2, 3, 4 Zügen auch der Bauer durch. Und es ist nicht leicht für Schwarz, Figuren rüberzuschieben, die den aufhalten, ne? Das ist richtig. So, du kannst jetzt in der Zeit deine Anekdote erzählen, wenn du. Ja, ich erzähle eine Anekdote, weil ich das einfach super witzig fand. Ich weiß nicht, ob Jan, also vielleicht hat er das auch als Radio-Jan verfasst, der erzählt auch manchmal Unfug, aber er erzählt auch viele Sachen, die stimmen. Ich habe nämlich einen
lustigen Artikel von Jan Gustafsson gefunden, der über das Pokerspielen bei Schachspielern berichtet. Er hat auf einer Pokerseite einen Artikel geschrieben über dieses Phänomen gerade beim Schach, dass viele Großmeister sich dem Pokern zugewandt hat. Und hat gesagt, als Anekdote, Grischuk ist auch ein wirklich eins der Paradebeispiele für Schachgroßmeister, Elite-Spieler, die auf einmal auch extrem gut im Pokern sind. Es war nämlich im Jahr 2006 oder 7 oder 5, genau, 2005 war es, glaube ich, da hat, und das ist ja wirklich schon eine große Sache, hat sich Grischuk tatsächlich online einen Platz erspielt für die World Series of Poker in, ich glaube, Las Vegas, die findet ja eigentlich immer in Las Vegas statt, glaube ich zumindest. Ich glaube, einige von euch, die schon mal vom Pokern gehört haben, das ist eine extrem große Sache. Das ist halt die Weltmeisterschaft im Pokern. Da wird um Millionen an den Tischen gezockt. Das ist eine Riesensache. Also, Grischuk hat diesen Platz gewonnen, geht hin und sagt so, ich hätte gerne ein Visum, ich will nach Las Vegas. So, und dann guckt der Beamte drauf und sagt, aha, warum wollen Sie denn nach Las Vegas? Ja, Pokerweltmeisterschaft, ne? Okay, ich sehe gerade, Sie waren hier, letzten Monat waren Sie erst unterwegs in Libyen. Was haben Sie denn da gemacht? Wahrheitsgemäß, ich habe die Schachweltmeisterschaft gespielt. Daraufhin, so Jans Überlieferung, hat der gesagt, nee, also ganz klar, ne? Ja, Schachweltmeisterschaft vor einem Monat, jetzt Poker-WM, gehen Sie mal nach Hause, Visum gibt's heute nicht. Also ihr dürft diese Geschichte gerne auf Wahrheitsgehalt überprüfen. Fragt Jan, ob es wahr ist. Aber wenn es wahr ist, dann ist es extrem, na gut, es ist auch traurig, klar, ich meine, von Startplatz bei der World Series of Poker und du kriegst kein Visum, weil der Beamte dir nicht glaubt, dass du tatsächlich so ein Universalgenie bist und da Poker und Schach-WM spielst. Aber wer weiß. Ja, in der Zwischenzeit habt ihr auf jeden Fall schon Fortschritte gemacht bei der Lösungsfindung. Und zwar habt ihr zunächst Springer C6 geprüft mit der Idee, dann einen Springer auf E5 zu installieren, habt dann aber zu Recht bemerkt, dass nach Springer C6 diese taktische Option Springer schlägt C4 funktionieren könnte mit Idee Gabel auf E3 und seid dann dazu gekommen, die Reihenfolge umzudrehen. Und dann hat Schwarz plötzlich eine Figur mehr. Genau, aber seid dann darauf gekommen, dass man ja auch erst Springer E5 spielen kann, mit der Idee, dass wenn Schwarz dort nimmt, du kannst gerne mal hier einen Zug weitermachen, dass man dann eben Springer C6 mit Gabel hat. Jetzt rechnet aber doch mal bitte weiter, weil auch jetzt kann Schwarz natürlich die Springer C4 Idee spielen. Also ich glaube, wenn Schwarz die Dame zieht, sind wir uns einig, dass Weiß auf jeden Fall was gekonnt hat. Er hat nämlich seinen Springer dann wunderbar auf E5 platzieren können. Und droht dort dann auch Gemeinheiten gegen F7 und so weiter. Deswegen hier als schwarze Verteidigungsressource bitte noch Springer C4 prüfen. Mal so weit rechnen, wie er kommt und am besten am Ende dann einschätzen. Und einmal die Frage an Olli, weil ich weiß, Olli kann, glaube ich, auch ganz gut pokern. Wenn du weißt, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, dann lass es uns gerne wissen. Der Kommentar lässt anderes vermuten. Nee, WSOP ist World Series of Poker. Das hat so, keine große Bedeutung. Zwinker-Smiley. Ja, nicht. Das klingt so wie, ja klar. Es gibt ja einige solche Geschichten, ne? Also auch ich weiß nicht, ich komme nicht mehr drauf, wo das war, wo einer gespielt hat, ist zur WM gefahren, 2 Wochen früher, und dann wurden alle seine Unterlagen, damals noch handschriftlich, vom Zoll weggenommen. So. Wie sein Repertoire, ja, oder was? Ja, geprüft, also mal gucken. Ja, cool. Ihr seht, mein Gedächtnis ist da sehr lückenhaft, was Personen angeht und die Geschichte, aber irgendwie sowas. So. Und du prüfst jetzt diese. Also, warte, wir prüfen erstmal genau. Springer C4. Springer C4, Springer D8. Springer E3 wurde vergessen. Okay, Springer E5 am Ende mit der Einschätzung plus minus. Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Nordkap Paddler hat ähnliche Gedanken. Und deswegen schauen wir uns einfach mal die Variante an. Also ihr habt komplett recht. Nach Springer schlägt D8, Springer schlägt E5 ist hier auch möglich, tatsächlich aber nicht ganz so stark, weil Schwarz halt dann die Möglichkeit hat, auf E5 zurückzuschlagen. Variante. Vielleicht bevor wir das weitermachen, schauen wir uns noch ganz kurz Dame schlägt C4 an.
Weil, also ich zumindest glaube, dass der nicht so stark ist, weil klar, es stimmt, dass der F7 fällt, aber jetzt, der auch. Oh, das Läuferpaar, oh, der B-Bauer. Zumindest sehr, sehr riskant. Ja. Da könnte man noch ein, zwei Züge weiterrechnen, aber ich würde dann doch eher auf den ersten Anschein diese Variante weiter verfolgen wollen. Genau, weil, aber es ist halt wichtig zu sehen, dass man den F7 quasi mit Schach gewinnt und dann halt auch mit dem Springer auf E5 schlagen kann und sich damit nicht die Bauernstruktur zerstört und eben auch diesen Bauern noch mitnehmen kann. Und die Stellung, das habt ihr richtig eingeschätzt, ist tatsächlich schon gewonnen für Weiß. Ja. Zum einen, weil Weiß halt einfach über mehr Bauern verfügt. Das ist jetzt ja hier im Endspiel auch nicht so ganz unerheblich. Und zum anderen, weil der König hier so schwach ist auf G8. Also schwach bedeutet in dem Zusammenhang, er kann nicht so einfach ins Spiel kommen. Und das ist im Endspiel ja schon entscheidend. Also König F8 direkt geht gar nicht, weil dann hier immer solche taktischen Geschichten drohen und das Feld F7 ist auch versperrt, G7 auch. Also das ist schon ein großes Manko. Und selbst hier, der wenn er mal nach E7 so, dann springt kommt Springer, wie ein Springer, G6. Dann hängt der G6. Ja. Genau, und du sagst, Figurenübermacht, 1, 2, 3 Figuren, die gleich hier auf die Jagd gehen nach den Bauern. Der ist auch noch potenziell sehr stark, der bleibt da hinten eingesperrt. Das war tatsächlich keine große Leistung mehr, die Grischuk zeigen musste, um das dann auch zu verwandeln. Ich denke, das wäre wahrscheinlich noch einigen von uns. Also auch gegen den, ich meine, gegen ja, so einen starken Spieler wie Nakamura, der wehrt sich natürlich auch wie ein Biest, aber irgendwo hat das Ganze auch seine objektiven Grenzen. Ne? Also, und das ist so eine Stellung, ist es nur ein Bauer mehr, aber die Dominanz ist so stark. Also ich denke, wir können das im Schnellverlauf durchspielen, aber wir schauen uns einfach mal an, wie es weiterging. C4 mit der Idee zum einen vielleicht mal nach vorne was zu probieren, aber vor allen Dingen auch den C5 zu decken, weil ich habe ja gerade schon das Motiv mit Springer D7 angesprochen. Gut, jetzt wird hier der nächste Bauer angegriffen, der muss irgendwie verteidigt werden, aber die Verteidigung über D4 ist natürlich auch ein bisschen wackelig. Erstmal bringt Weiß hier seinen König an den Damenflügel. Ja, aber das Einzige, wichtig, was vielleicht das ganz kurz, klar, fallt nicht auf den Trick rein, dass Schwarz irgendwas mit B3 und C3 macht, einen Bauern opfern und dann ist er durch. Deswegen König jetzt einfach ranbringen, also einfach in Anführungszeichen. Man muss halt ein Auge haben für die Konterchancen des Gegners und die würden nur in dem Durchbringen eines dieser Bauern bestehen und das hat er hier rausgenommen. Ja, wichtige Feinheit auch immer, den König so ziehen, dass möglichst wenig Schachs möglich sind. Na, sonst muss man immer Springer B3 noch im Auge haben. Mhm. Deswegen hier König D1. Jetzt wird der Springer einmal vertrieben. Der muss sich entscheiden, wo er hingeht. Und jetzt kann man hier auch mit dieser kleinen Taktik wieder einen weiteren Bauern gewinnen. In Klammern, wer es gesehen hat, ja, den G6 hätte Weiß tatsächlich auch gewinnen können. Aber das ist vielleicht noch der einfachere Weg. Obwohl, naja, aber wenn da ein Bauer weg ist, ist die Hoffnung noch schneller verschwunden. Vor allen Dingen hat man jetzt halt auch das Feld C3 für den König gewonnen, was ja auch nochmal attraktiv ist im Kampf gegen die schwarzen Bauern. Genau, wir zeigen es einfach schnell, weil es hier natürlich auch immer für Weiß mehrere Möglichkeiten gibt. Ja, viele Gegenwege schon. Genau, A5. Der Bauer wird nach vorne gebracht, nimmt auch in Kauf, dass man hier einen verliert, aber die Bauern spielen halt hier nicht so eine große Rolle, weil Weiß ja hier über ja, die Bauern Übermacht am Damenflügel verfügt. Schwarz hat hier noch irgendwie einen kleinen Trick probiert, aber jetzt hat Weiß hier einfach den Bauern auch abgetauscht und damit hat Schwarz auch aufgegeben. Ich weiß nicht genau, was der Trick war. Vielleicht G4 zu spielen. Vielleicht. Aber du hast es nicht gesagt. Ich dachte, da hätte naja, doch, ich habe mir das schon so überlegt, dass zum Beispiel, also ich glaube auch, dass Läufer H7 gewinnt und auch das A6 gewinnt und so. Aber ja, dass Schwarz hier vielleicht schon noch die Hoffnung hat, irgendwie G4 zu spielen und dann, wenn Weiß einmal Springer kurz wegguckt. Springer F5, wenn der Läufer auf H7 ist und dann rennt ja, er durch. Ja, und dann, ne? Da genau. War Vorsicht. So. Aber das hat Grischuk natürlich nicht zugelassen. Und ja, somit hat Nakamura dann jetzt aufgegeben. Und wir können die Partie einmal zusammenfassen. Im Fazit. Genau. Also wir haben eine Grischuk-untypische Partie gesehen, muss man auch mal so festhalten, denn die meisten Partien von Grischuk sind doch eher ein bisschen taktisch angehauchter, wobei es hier ja auch einige taktische Motive gab, aber die waren doch eher positionell im Ursprung. Und
wofür wir Grischuk auch kennen, sind so schöne Turmmanöver, wo wir zumindest vorhin eins in der Taktikaufgabe gesehen haben. Und auch so generell ganz kreative Züge. Also ich finde teilweise, wenn man Grischuk bei seinen Partien beobachtet, man hat immer irgendwie so Angst um die Figuren, weil man das nicht so durchblickt. Also teilweise, ne, stehen alle, hängen sie irgendwie und man hat das Gefühl, man selber hätte da überhaupt nicht den Überblick. Also so geht es mir zumindest. Aber Grischuk eben nicht. Und dafür ist er sicherlich bekannt. Aber was wir heute gesehen haben, er kann es eben auch positionell ganz gut. Und insbesondere haben wir heute ein positionelles Bauernopfer zu Gesicht bekommen. Mit der Begründung eben, dass man die eigenen Figuren schnell aktivieren konnte und dass die gegnerischen Figuren sehr schlecht koordiniert waren. Und wir haben nochmal das Spiel gegen das Läuferpaar wiederholt und da nochmal so ein paar wichtige Elemente kennengelernt. Vor allen Dingen eben auch diese Drohung, das Läuferpaar mal zu tauschen und man sich damit dann wichtige Felder erkämpft hat. Genau, und diese Idee mit H4, F4 ist eigentlich auch noch fazitwürdig. Die haben wir jetzt hier gar nicht. Aber ich glaube, das habe ich mehr als rausgestellt. Ja. Merkt euch das. Also einfach mal, weil es, glaube ich, ein großer Überraschungswert war für uns alle zu sehen, dass wir alle nur auf den Einflüge gucken und auf einmal verbessert er sich trotzdem noch am anderen. Und am Ende habt ihr es gesehen. Der H6-Bauer war mitentscheidend für den Sieg und dementsprechend können wir uns das merken. Die Kurzzusammenfassung. Wer ist nochmal dieser Alexander Grischuk? Ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn auch von hier, von Chess24. Ihr liebt seinen trockenen Humor, zumindest viele von euch. Du. Ich finde den witzig, super witzig. So geht es, glaube ich, einigen von uns. Und er ist einfach auch ein großartiger Schachspieler, das muss man auch sagen. Und seine Partien, und das, weil die Frage gerade im Chat war, es war eine Turnierpartie, die wir hier angeguckt haben. Turnierpartien sind das immer, du sagst das immer so, als ob das... Es sind klassische Bedenkzeit. Ja, klassische Bedenkzeit. Entschuldigung, das ist einfach von früher noch. Da wurde eine Schnellschach- und eine Blitzpartie nicht ausgewertet, also war das keine richtige Turnierpartie. Okay. Aber wir kennen ihn alle hier von Chess24. Wir sind alle sehr froh, dass er hier teilweise Band hat und ähnliche Sachen macht. Und genau, er ist mehrmaliger Blitzweltmeister. Das sollte man noch erwähnen. Ja. Genau. Einer der coolsten Blitzer, wenn er klassische Partien spielt. Deswegen, es lohnt sich immer, wenn ihr seine Partien live verfolgen könnt, tut das, denn sie sind häufig noch spannender als in der Nachschau. Weil auch immer in Zeitnot kommt. Ja, und das ist dieser spannende Moment dann noch, dass es gibt nochmal die Extrawürze. Ne? Also das ist sehr, 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 sehr toller Spieler. Und wir können uns alle schon mal freuen, ihn im Kandidatenturnier zu sehen, was im März losgeht. März? April? Naja, ja, Mitte März, glaube ich, bis April. Genau. Irgendwie sowas. Und das ist auf jeden Fall auch die Überleitung zu unserer nächsten Show. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ja mal so die Spieler vorstellen könnten, die im Kandidatenturnier dieses Jahr teilnehmen, weil das sind einige natürlich auch alles Legenden. Ja. Genau. Und wer auf jeden Fall noch fehlt, aber auch am Kandidatenturnier teilnimmt, ist Radschabow. Der Junge, der Kasparow mit Schwarz besiegte. So, wo war es in der Schach betitelt? Ich vergesse das nie, da war ich in Dortmund 2003 oder so, war ich noch ganz jung und da war er gerade ganz alt. Da war er auch noch jung. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Jetzt für den heutigen Abend wäre es das erstmal gewesen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es war wie immer sehr schön mit euch. Ihr habt euch sehr, sehr gut beteiligt. Von daher Applaus an euch und habt noch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag spätestens. Genau.